Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Edelweiß Customs. Wir stellen euch in diesem Video ein NSU 601 TS Gespann vor. Das Teil traumhaft schön und wie ihr gerade eben schon gehört habt, 600 Kubik Einzylinder. Das hört sich doch richtig gut an und das ist natürlich Grund genug, euch dieses traumhaft schöne Motorrad vorzustellen. Wer uns aufmerksam folgt, der hat das ganze Teil schon gesehen und zwar haben wir das zusammen mit dem Wohnmobil abgeholt. Und in dem Video dazu hatte ich auch eine BMW R51 erwähnt und das ist das Fahrzeug dazu. Also beide Gespanne stammen aus einem Haushalt und wurden von uns jetzt aufgearbeitet und in den Verkauf gebracht. Beide Fahrzeuge haben auch schon einen neuen Besitzer gefunden. Vorher wollen wir aber euch das Teil noch zeigen. Wie gesagt, wir haben erstmal die Eckdaten, 600 Kubik. Ein Zylinder, 14 PS, wir haben eine Dreigangschaltung, später gab es die auch mit 16 PS und Vierganghandschaltung. Die Teile wurden wahnsinnig lange gebaut, also an sich ist das eine Weiterentwicklung der 501T, auch die haben wir euch schon mal in unserem Channel gezeigt. Der Motor ist annähernd derselbe, er wurde ein Stück weit weiterentwickelt, aber an sich, der Motor, der hier drin sitzt, ist wirklich eine Entwicklung von 1927. So, und jetzt müssen wir überlegen, 27, also 10 Jahre, über 10 Jahre, 12 Jahre haben die den Motor fast so gebaut, natürlich immer weiterentwickelt. Aber das Grundkonzept war gleich, die 601 TS wurde von 30 bis 39 gebaut. Also es ist wirklich immens lang und war auch das einzige große Gespannfahrzeug von NSU. Später kam dann noch die 601 OSL. Wobei das aber eher so ein Gradmelderfahrzeug war, also nicht zwingend eine Gespannmaschine. Und vor allem in den 30er Jahren war Hubraum und Seitenventiler. Das war wirklich beliebte Gespannfahrzeuge. Deshalb auch hier Seitenventiler. Die könnt ihr hier übrigens erahnen, die sind gekapselt, also vor Dreck geschützt. Und dann haben wir hier einen richtigen Brecher. Also das Teil ist wirklich wie ein Traktor. Ne? Schön, schöne Schläge vom Kolben. Richtig, richtig geil. Und dann natürlich noch die Gesamtoptik. Das Fahrzeug selber war jetzt laut den Unterlagen knapp 20 Jahre bei dem Vorbesitzer. Vorher wissen wir leider nicht viel dazu. Auch das Kennzeichen, was vorne verbaut ist, wir können dazu nichts sagen, also ob das wirklich zu dem Fahrzeug gehört. Wir haben auch leider keine originalen Papiere, weshalb sich hier auch die Spuren verlieren und auch keine Geschichte dazu da ist. Denn leider der Vorbesitzer ist verstorben. Und das ist ja auch das, was ich letztens in unserer Märchenstunde hatte. Die Geschichte macht natürlich auch das Fahrzeug aus. Also umso mehr Geschichte wir haben, umso schöner ist es natürlich, euch das dann zu erzählen. Das entfällt hier. Wir haben ein Typenschild, ich denke aus den 40er, 50er Jahren, was hier hinten an den Kotflügel angebracht wurde. Also das ist nur so ein Indiz, ne, dass das Fahrzeug weiter genutzt wurde. Ob dann da schon immer der Seitenwagen dran war, wir wissen es nicht. Bei dem Seitenwagen sind wir uns auch nicht ganz sicher, wer der Hersteller da ist. In 30er Jahren gab es sehr, sehr viele Hersteller, die vom Grundkonzept immer gleich gebaut haben. Das ist übrigens eine Zeppelin-Form, das war auch sehr beliebt. Es gab auch Seitenwegen, die vorn und hinten so aussahen. Und wenn wir mal kurz rüberschwenken, unsere BMW R62, die hat einen ähnlichen Seitenwagen, zumindest diese Zeppelin-Form ist auch da gegeben. Und viele kennen auch diese Form von den Steibseitenwegen. Also selbst in den 50er Jahren war diese Form immer noch angesagt. Also das Teil erstmal wirklich schönes, großes Motorrad. Wir haben für 30er Jahre üblich Trittbretter, wobei ich da sagen muss, dass es für das Gespann eher Sonderausstattung gewesen, also in 20ern noch normal. Hier dann eben, ich denke, Aufpreis. Die 601 TS unterscheidet sich ein Stück weit von der 501 TS und zwar haben wir hier die Tankschaltung, die ist hier angebracht, direkt am Zylinderkopf. Wir haben hier einen kleinen Kühlturm für die Ansaugung, also dieser Ansaugtrakt ist hier mit Kühlrippen versehen, wobei das jetzt kein Originalteil ist.
Ja, und dann haben wir hier ganz normale Dreigang-Handschaltung. Das hier ist auch so ein Accessoire, was es wirklich gab in den 30er Jahren. Also im Endeffekt sind hier die Zündkerzen reingedreht als Ersatz. Das ist natürlich nachgefertigt, aber das gab es so. Ja, und von der Handhabung her, wir sitzen hier drauf und wir haben hier oben eine Kupplung und wir haben hier unten eine Kupplung. Also das Ganze ist dann schon wirklich wie Autofahren. Auch das haben wir euch schon des Öfteren gezeigt. Nichts Unübliches. Ihr seht es auch, wenn ihr jetzt hier mal drauf achtet. Na, die lasse ich hier mit der Kupplung kommen, also mit der Fußkupplung kommen. Gedacht ist die Fußkupplung als Unterstützung, also vor allem beim Anfahren und im ersten Gang. Dementsprechend auch beim Anfahren. Denn mit dem Fuß kann ich mehr Weg erzielen. Die Kupplung trennt besser. Ich fahre so gesehen mit dem Fuß an und den Rest mache ich dann mit der Hand. Beim normalen Schalten, dann kann ich wählen, ob ich Fuß oder Hand nehme. Kann ich dann hier meine Gänge durchschalten. In dem Fall 3, das hatte ich euch schon gesagt. Wir haben hier unser Drehgas auch normal. Wir bewegen uns hier Baujahr 34-35. Das ist noch eine frühere Armatur, das heißt, wir haben hier Luft- und Zündverstellung. Normalerweise war das auch gerne aufgeteilt, dass man dann hier Zündung hatte, hier Luft. Ja, unseren normalen Anbautacho. Und viel mehr haben wir ja nicht, ne? Vorderradbremse, Hinterradbremse. Hinterrad mit Hacke, das ist auch etwas speziell und das finde ich auch, ist gerade in den 30er Jahren phänomenal. Es gab dort kein Gesetz oder die Hersteller haben sich nicht daran gehalten, wir machen jetzt alle die Hinterradbremse an der Stelle. Tankschaltung und Gas, das war im Endeffekt gegeben, das war klar und auch, dass das die Vorderradbremse ist, aber die Hinterradbremse hat jeder Hersteller da verbaut, wo er dachte, es ist richtig. Also es gab es als Hakenbremse rechts, Hakenbremse links, links vorne, rechts vorne, so wie wir es heute auch noch kennen. Von daher wirklich kunterbunt gemischt und keine einheitliche Ordnung. Ja, was haben wir ansonsten noch? Bei dem Seitenwagen, da ist es interessant, der ist mit Blattfedern gelagert. Also wir haben hier wirklich schöne große Blattfedern, links und rechts. Und damit schwingt auch schön das Boot, richtig viel Platz. Ich saß, glaube ich, noch gar nicht drin, dann machen wir das jetzt gleich mal. Einsteigen ist natürlich auch immer ein bisschen, ja, ich sag mal, es gibt jetzt hier keinen direkten Auftritt, sondern man steigt auf den Rahmen. Man könnte jetzt auf die Sitzfläche steigen oder man macht sich etwas lang und dann kann man hier reinrutschen. So. Also ich komme rein. Beine gehen bis vor, leicht angewinkelt, aber ich habe auf jeden Fall Platz. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich 2 Stunden aushalten würde, aber es geht. Und dann ist man so lang gehuckelt. Schon geil. Schon richtig, richtig geil. So. Braucht man natürlich auch noch den Klang von dem Teil. Und dann machen wir gleich mal Startvorgang, weil das ist das letzte Mal. Wir machen jetzt kein extra Video, aber wir machen mal Startvorgang bei einem Vorkriegsmotorrad oder beziehungsweise älteren Motorrad und gehen das mal hier mit euch durch, wenn wir schon einmal dabei sind. Im Grunde ist es immer gleich. Das Fahrzeug würde jetzt auch ohne Zündung anspringen. Muss mal schauen. Ja, das geht ohne Zündung an. Das heißt, wir können uns das sparen. Ist noch der frühe Zündmagnet. Wir machen den Benzinhahn auf. Wir tupfen, sodass der Sprit hier überläuft. Dann kann es sein, dass unser Luftfilter hinten einen extra Schieber hat. Oder wir hier einen Luftschieber haben. Dieser ist geschlossen, also machen wir ihn zu. Er hängt unten, das heißt weniger Luft, mehr Kraftstoff. Und wir haben hier die Spätzündung. Das heißt, wir ziehen auf Spät. Der Motor zündet später und
kann dadurch besser starten, hat aber weniger Leistung. Wir nehmen das also später wieder auf früh zurück. Dann suchen wir OT. Ne, das merke ich natürlich, wenn ich Gegendruck habe, habe ich OT. Und dann ist etwas geschickt gefragt. Also es kommt immer auch auf die Kompression drauf an. Wir gucken mal, was der jetzt hier an Gegendruck hat. Ich würde sagen, reichlich. Also wenn er mich aushält, ne, da ist schon ordentlich Kompression da. Man kann mit einmal richtig durchlatschen, also richtig, ne, kicken, was für die ganze Mechanik aber nicht so gut ist. Deshalb meine Empfehlung, OT suchen, kurz Dekompression ziehen. Ihr überwindet OT, also OT heißt ja, das ist der Takt, wo gezündet wird, voll verdichtet, weil beide Ventile geschlossen. Und jetzt hebe ich hiermit das Auslassventil an. Der Druck kann entweichen und ich kann in dem Moment den Druck überwinden. Und der Kolben macht so gesehen fast einen Arbeitstakt. Und ich habe die Möglichkeit, dass er in dem Moment, wenn er wieder hochkommt, zündet. Und das eine Mal, das muss klappen. Also ihr habt jetzt nicht wie bei Mobit, wenn ihr da mal im Mobit einen Kickstarter durchtretet, dann macht der Kolben, ne? Das ist hier nicht, sondern der Kolben macht den. Einmal. Wenn ihr Glück habt, zweimal. Das hört ihr dann auch gleich. Wir geben leicht Gas. Da ist auch jedes Fahrzeug unterschiedlich. Naja, hallo, hallo, hallo. Da ist schon ein bisschen Druck da. Ich nehme die Spätzündung raus. Und jetzt ist halt immer die Frage, tupft man nochmal? Probiert man es nochmal? Wir tupfen nochmal. Ey, ja, komm. Ich würde sagen, wir fahren gleich mal eine Runde. Sieht natürlich jetzt auch richtig gut aus. Schöner fetter Nebel. Was mir gerade noch eingefallen ist, was ich erwähnenswert finde, das Fahrzeug hat Bremslicht. Das ist ein Zubehörrücklicht aus den 30er Jahren. Und für mich der interessante Fakt dabei, es gab Bremslicht in den 30er Jahren. Also das ist nichts Unübliches. Nur für die, ne, mal die Interesse dran haben. Also auch damals wurden auch schon Rücklichter umgearbeitet oder getauscht. Man hat sie ja auch mal verloren oder was auch immer. Gab es Bremslicht. So, und jetzt fahren wir. Zweiter Versuch. Jawohl. Und jetzt eben wieder Fußkupplung. Und jetzt reicht auch wirklich nur der Fuß. Gang rein. Hier passiert nichts und ich lasse nur den Fuß kommen. Ja, okay. Deshalb Unterstützung angeblunkt, aber ich versuche es nochmal. Gefühl. Jetzt kommt sie. Ja. So. Jawohl. Ein wunderschönes Kfz. So, jetzt fahren wir noch einmal normal an, wie sich gehört. Fuß, erster Gang. Ich lasse den Fuß kommen und kann den Rest mit der Hand machen. Und dann geht's schon los. Zweiter Gang. Wie ein Traktor. Boah. Was für
für ein schönes Fahrzeug. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Solltet ihr Fragen haben, Anregungen oder eure Meinung zu diesem wunderschönen Kfz, schreibt es bitte in die Kommentare. Wir freuen uns darüber. Hilft natürlich auch bei dem Algorithmus von YouTube. Ja, im Endeffekt, wir haben die Bedienung. Ihr wisst, wie man jetzt so einen Teil starten kann. Das könnt ihr auch auf alle anderen Mopeds beziehen. Wir verkrümeln uns wieder ins Warme und dann sehen wir uns beim nächsten geilen Bike wieder. Bis dahin, ciao.